Zweifellos bin ich durch meine erste Berlin-Reise 1963 von der Menge, von der Masse Beton, die Berlin durchschnitt, beeinflusst worden im Unterbewusstsein. Das hat dennoch einige Jahre gedauert, bis bei mir auf Skizzen und Bildern, auf Fotografie, ja, Beton auftaucht als Mittel, was ein Bild verdeckt. Dann springt es über auf Objekte, die ich in Beton projiziere, und dann natürlich aufs Auto. Der ruhende Verkehr ist ja ein Terminus aus der Verkehrssprache, wenn eben Autobahnstau ist und so weiter. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich schon vorher, also 69, realisiere ich dieses Stück in Köln, aber in Mitte der 60er Jahre habe ich persönlich zwischen Köln und Düsseldorf große Autobahnstaus erlebt von 40 Kilometern Länge. Und stellen sich vor, 40 Kilometer rote Lichter vor einem, 40 Kilometer weiße Lichter, die einem entgegenkommen. Und dann diese ganze innere Frustration, da nicht raus zu können, diese ganzen Gedanken, die sich abspielen im stehenden Auto, das hat zweifellos mich beeinflusst für meine Happenings und für meine Skulpturen. Denn diese Monumentalität an Erlebnissen kann das Theater nicht bieten. Fostel, 1958. Nimm alle Bestandteile bis zum kleinsten Stück eines Autounfalls und befestige sie auf der Straße oder auf einer verkehrsreichen Kreuzung. Wiederhole das Unfall für Unfall, bis Verkehr unmöglich ist. Also, meine These, das Theater und die Skulptur von heute finden wir am Ort ihres Gebrauches, auf der Straße, auf Flugplätzen, auf Bahnhöfen und so weiter. Also analog eines sehr schönen Satzes, den Malevich, den Majakowski schon in 20er Jahren geprägt hat: Die Pinsel sind unsere Straßen. Oder die Straßen sind unsere Pinsel, die Plätze sind unsere Paletten. Das heißt, die ganze Welt ist zum Atelier erklärt. Das wird nun in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Tat umgesetzt. Ja, ich erinnere mich an ein Foto oder mehrere Fotos, die mit Fluchtautos gemacht worden sind, die ja an Absurdität nichts zu wünschen übrig lassen, wo zum Beispiel ein Autobus, der versuchte, durch eine schmale Maueröffnung zu kommen, sich in dieser Maueröffnung verfängt, also in einer Klammer von Beton stecken bleibt. Eine Zange, das Material wird zur Zange. Und das bedeutet ja, dass das Material Beton ja irgendwie prinzipiell, man braucht ja nur an Bunker zu denken, immer auch Verwendung gefunden hat in dramatischen Formen. Also insofern ist das Material archetypisch für Dramatik im 20. Jahrhundert.